Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit Ihrer Anfrage wirft die AfD ja einerseits ein wichtiges Thema auf. Wer aber erwartet hat, dass hierüber seriös diskutiert und nach Lösungen gesucht werden soll, der ist eines Besseren belehrt worden. Das haben wir bei der Rede der Kollegin ja gemerkt. Gleichwohl, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollten wir uns schon damit auseinandersetzen, ob das Integrationskurssystem, auf das wir, Frau Kollegin Yüksel, ja schon auch in der Tat stolz sein können, ob wir mit dem System noch richtig liegen, ob es so, wie es aktuell praktiziert wird, tatsächlich schafft, die Menschen, die zu uns kommen, erfolgreich in unsere Gesellschaft zu integrieren, ob die vielen Mittel, die wir ausgeben, in dieser Form zu Recht angelegt sind. Die AfD fokussiert sich in ihrer Anfrage ja auf den Bereich Analphabetismus. Ich glaube aber, wir müssen das gesamte Integrationskurssystem beleuchten. Ja, es gibt viele Menschen, die zu uns kommen, die nicht lesen und schreiben können. Und ja, das wissen wir alle, wenn wir vor Ort mit den Ehrenamtlichen sprechen, mit den Integrationskursträgern, mit kommunalen Vertretern, dass das eine Herausforderung ist und dass eben viele Menschen einen Alphabetisierungskurs ohne Erfolg absolvieren. Teils, weil sie an den Anforderungen scheitern, weil es an der Kinderbetreuung scheitert, weil sie krank sind. Wir wissen die Gründe eben nicht genau. Sie werden nicht erfasst. Und ja, da müssen wir uns doch fragen, wo liegen denn die Ursachen für die niedrigen Erfolgsquoten und wie können wir diese Ursachen abstellen? Man könnte meinen, dass die AfD mit dieser Anfrage an die Bundesregierung Interesse an den Problemen der Zeit zeigt, einen ernsthaften Diskurs sucht, Lösungen finden möchte. Und ja, die Antworten sind ja auch dürftig und sie belegen tatsächlich, dass es wichtig war, die Fragen zu stellen. Interessant wäre zum Beispiel zu erfahren, warum der Anteil der Ausgaben für Alphabetisierungskurse im Jahr 2023 bei gerade mal 10% lag und das bei einem geschätzten Anteil von Analphabeten unter den Migranten von bis zu 20%. Und wenn man die erfolgreichen Abschlüsse von Alphabetisierungskursen sieht, wäre es natürlich auch wünschenswert, wie viele Menschen diesen Kurs denn insgesamt überhaupt begonnen haben, um irgendwelche Schlüsse dann auch aus diesen Zahlen ziehen zu können. Über diese Kurse, diese Dinge müssen wir reden. Aber das ist ja gerade nicht der Grund, warum die AfD diese Anfrage stellt. Wir sind hier nicht versammelt an diesem Freitagnachmittag, weil die AfD sich konstruktiv einbringen will und Verbesserungen vorschlagen möchte. Wir sind hier, weil wieder mal Stimmung gemacht werden soll gegen die Menschen, die zu uns ins Land kommen. Ja, irreguläre Migration ist ein Problem. Die Kapazitäten des Landes sind erschöpft. Die Integrationsfähigkeit ist erschöpft. Aber die AfD hat hierfür auch keine Lösungen aufgezeigt. Auch Analphabetismus ist ein Problem. Das ist richtig. Aber es ist nicht nur ein Problem von Menschen, die in unser Land kommen. Allein in Deutschland sind gut 6 Millionen deutschsprachige Erwachsene auch betroffen. Jeder zweite Hilfsarbeiter auf dem Bau, jeder vierte Koch, Maler oder Lkw-Fahrer. Und diese Menschen tragen einen großen Anteil daran, unser Laden am Laufen zu halten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb heißt es auch nicht automatisch, dass ein zugewanderter Mensch, der nicht lesen und schreiben kann, hier nicht integriert werden kann, wenn er schutzbedürftig ist. Im Gegenteil, wir müssen einfach nur die richtigen Mittel in die Hand nehmen, die richtigen Stellschrauben drehen, um diese Menschen bei der Integration in unsere Gesellschaft zu unterstützen. Die Probleme, die aufgeworfen werden, sind also nicht neu. Wir wissen seit langem, dass unser System, die Zahl der hohen Analphabeten, dass die unser System überlastet. Jeder Staat, jedes Integrationssystem wäre mit einer derart hohen Anzahl von Migranten überlastet. Und deswegen ist es auch wichtig, den Zuzug zu begrenzen. Deshalb legen wir hier auch Woche für Woche neue Vorschläge vor, damit die Regierung endlich auch hier ins Handeln kommt, meine Damen und Herren. Wir müssen die Probleme, die unzweifelhaft auch im Bereich der Bildung der bei uns Schutzsuchenden und ganz besonders im Bereich des Integrationskurssystems existieren, auf den Tisch legen und nach Lösungen suchen. Aber das haben ganz sicher Sie hier, liebe Kollegen von der ganz Rechten, nicht vor. Wichtig ist, Lesen und Schreiben gehört zu den wichtigen Voraussetzungen, damit gesellschaftliche Teilhabe gelingen kann. Wir müssen den Menschen helfen, diese Fähigkeiten zu erlangen. Und deswegen ist es auch ein wahrer Sündenfall, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da hätte ich gern auch mehr gehört. Sie haben
haben gleich auch noch die Gelegenheit dazu, wie es denn sein kann, dass als erstes hier das Sprachkita-Bundesprogramm eingestampft wird. Wie es denn sein kann, dass man die Mittel für die Integrationskurse halbiert, obwohl die Zahl der Schutzsuchenden nur leicht zurückgeht. Es gibt ja jetzt schon Zahlungsschwierigkeiten bei den Integrationskursen und eine finanzielle Bedrängnis für die Träger. Ich würde gerne Antworten hören auf diese Fragen. Ich würde gerne eine Meinung der Bundesregierung hören, wie sie es schaffen will, das Integrationskurssystem so fit für die Zukunft zu machen, dass es weiterhin Erfolgsmodell wird. Bislang haben wir dazu leider nichts gehört. Vielen Dank, Frau Kollegin. Bevor ich die nächste Rednerin aufrufe, will ich auch hinweisen, dass ich keine Zwischenfragen, keine Kurzinterventionen mehr zulasse, weil ab 14 Uhr Regierungs- und Parlamentsviertel abgeriegelt werden wegen eines Staatsbesuchs mit höchster Sicherheitsstufe. Und ich gerne möchte, dass Sie noch den Weg nach Hause finden. Das wird gar nicht so einfach werden. Also, nächste Rednerin ist die Kollegin Shahina Gambier für Bündnis 90 Die Grünen.